Hi Leute, willkommen zu Elex. Wir machen jetzt die Deprogrammerinos. Oh ja. Kommt man hier eigentlich irgendwie raus, ohne Kleriker zu werden? Scheint alles natürliche Licht verschlingen zu wollen. Und mit dem Licht schwindet das Leben. Da sagst du was. So schlimm ist es jetzt auch nicht. Für dich nicht. Für mich liegen die Dinge anders. Du bewegst dich hier, ja? Martha. Hoppla, wo haben sie dich denn aufgelesen? Lass dich mal angucken. Oh je, du siehst nicht gesund aus. Deine letzte Mahlzeit muss ein paar Tage her sein. Nimm das, aber verrate es keinem. Eine großzügige Geste. Ich versuche einfach, mir einen Rest Menschlichkeit zu bewahren. Selbst wenn es dafür einen Teller Suppe benötigt. Warum ein Geheimnis um das bisschen Essen machen? Weil es mir normalerweise nicht gestattet ist, das Essen ungeprüft an jemanden auszuhändigen. Aber wenn jemandem der Magen knurrt, gebe ich gern. Wenn dich der Hunger plagt, kannst du jeden Tag eine Ration bei mir in der Kantine abholen. Auch wenn das Essen nicht unbedingt schmackhaft ist, reicht es zum Überleben. Für unser Eins ist die tägliche Versorgung kostenlos. Allen anderen muss ich ein paar Splitter abverlangen. Wie lange leitest du die Kantine schon? Man hat mich dieser Stelle zugewiesen, als der letzte Koch ein Dutzend Männer ins Lazarett befördert hat. Da ich draußen gelernt habe, aus wenig etwas Genießbares zuzubereiten, gab es wohl auch keine bessere Alternative. Warum hast du im Hort Zuflucht gesucht? Ist das nicht offensichtlich? Ich hänge an meinem Leben. Zu den Outlaws hätte mich nichts bewegt. Das sind Barbaren, die ihre eigenen Frauen vergewaltigen und mordend umherziehen. Zumindest, wenn man den Schilderungen unserer Späheinheiten glauben mag. Warum ist das Essen von minderer Qualität? Um alle halbwegs ernähren zu können, müssen wir haushalten. Die andauernden Kämpfe, die hohe Produktionsauslastung, all das zehrt an unseren Vorräten. Ignadons felsiger Boden eignet sich kaum, etwas Verwertbares heranzuzüchten. Ich oder die? Ich kann dir etwas von meinen Vorräten abgeben. Ich weiß deinen Vorschlag durchaus zu schätzen. Aber ich denke, ich weiß eine bessere Lösung. Und zwar? Vor meiner Zeit im Hort bin ich draußen auf eine Gruppe Heimatloser gestoßen. Sie hatten zwar auch ihr Päckchen zu tragen, aber zu essen hatten sie immer. Vielleicht sind sie bereit, mit uns zu teilen. Nur dazu müssen wir mit ihnen in Kontakt treten. Warum hast du denn nicht schon längst jemanden geschickt? Ich habe so meine Bedenken, dass die meisten hier das nötige Feingefühl besitzen, um mit ihnen zu verhandeln. Ich will auf keinen Fall, dass unnötig Blut vergossen wird. Wenn du also jemanden kennst, der sich dieser Aufgabe gewachsen fühlt, nur raus damit. Wo finde ich das Lager dieser Heimatlosen? Wenn ich mich recht entsinne, haben sie südwestlich vom Hort, also nördlich unseres Außenpostens, ein notdürftiges Lager errichtet. Ignadon ist nicht dicht besiedelt. Früher oder später wirst du auf sie stoßen. Mach ich. Ich helfe dir, den Nahrungsengpass zu beseitigen. Du? Es ist nicht gerade so, dass sich viele Freiwillige für diese wichtige Aufgabe gemeldet haben. Wenn du also etwas für unsere Gemeinschaft tun willst, rennst du bei mir offene Türen ein. Du müsstest in etwa 20 Überlebenspakete rausschlagen. Das sollte reichen, um die Zeit zu überbrücken, bis eine der Versorgungseinheiten zurückgekehrt ist. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei. Hast du etwas zu essen für mich? Ich kann ja verstehen, dass du Hunger hast. Aber mit der Ration, die ich dir gegeben habe, musst du für 24 Stunden auskommen. 24 Stunden eine Suppe, ich glaub's auch. Raus hier. Unbrauchbare Verbandtasche. Ich guck mal, wo sind wir hier eigentlich? Ach, ich glaub's auch. Das ist ja schön. Das ist ja schön. Moin. Kampfgalas! Kampfgalas! Ich bin nicht fett, ich komme in Form. So, wer seid ihr Burschen denn? Gerade nicht. Du heißt Akolyt. Okay. Und wie heißt du? Ah, jetzt nicht. Ich möchte mit random Leuten sprechen. Tralalalala. Ja, ich war einen Moment lang wichtig. Moin. Guck mal, die haben hier auch noch Wasserbassins ohne Fische. Und die lassen hier überall Elex liegen, ne? Das ist bestimmt für so Leute wie mich. Um die zu testen, ob ich das klaue. Was willst du hier? Ich wollte nur mal gucken. Kann ich hier ein bisschen... Warum hat das Ding eigentlich keine Maus? Die PCs der Zukunft brauchen keine Maus mehr! Oh! Das ist der Niedergang des Point-and-Click-Adventures.
Schwöre ich euch. Du bist nicht zum Beten hergekommen, richtig? Nur die Hoffnungslosen erflehen göttlichen Beistand. Und dein Gesicht spricht eine andere Sprache als die der Hoffnungslosigkeit. Also, wie dicht dran bin ich mit meiner Einschätzung? Dein Gespür täuscht dich nicht. Dachte ich es mir doch. Weißt du, es hat einen Grund, warum ich das Gespräch mit dir suche. Die meisten meiner Brüder und Schwestern belächeln meine Wissbegier, weil ich mich mit einfachen Antworten nicht zufrieden gebe. Darum honorieren sie es nicht, wenn ich versuche, hinter die Kulissen zu blicken, sondern belegen mich mit Verboten. Deshalb dachte ich, dass du mir vielleicht aus der Patsche helfen kannst. Du bist ziemlich direkt. Ja, ein weiterer Grund, warum ich immer wieder in Schwierigkeiten gerate. Aber ich halte es lieber so, dass ich sage, was ich denke, als dass ich etwas unausgesprochen lasse. Darum würde ich es als persönlichen Gefallen ansehen, wenn du mir dein Ohr leihst. Schilder mir dein Problem. Hast du schon einmal vom Propheten Avid gehört? Nein. Wer? Nein, sollte ich das? Oh ja, er ist der Begründer unseres Ordens. Der Grund, warum wir existieren. Okay. Erzähl mir etwas über Avid. Nun, ich weiß zwar mehr als die meisten hier, aber längst nicht alles. Ich fange am besten von vorne an. Geboren wurde er vor circa 200 Jahren und er war der Erste, der von Kalan erleuchtet wurde. Nach dem Meteoreinschlag hatte er die Bürde und das Privileg, die Menschheit in eine neue Zukunft zu führen. Doch nur ein Teil der Hoffnungslosen war bereit, sich unter seiner Führung zu sammeln. Was aus dem Rest geworden ist, sieht man am ehesten, wenn man nach Tavar blickt. Und weiter? Dass wir die Nachkommen derer sind, die treu an seiner Seite waren, hatte ich ja schon erwähnt. Er und ein paar Auserwählte lehrten den weniger Wissenden, die Technik zu verstehen und zu beherrschen. Und obwohl unsere Gemeinschaft klein war, konnten wir uns mit ihrer Hilfe vor der Niedertracht der gottlosen Menschen wehren. Wann ist er gestorben? Einige glauben, dass er noch heute unter uns weilt, obwohl das Unsinn ist. Schon zu Lebzeiten haben einige Ungebildete ihn in den Gottesstand heben wollen. Er hat dieses aber immer von sich gewiesen. Vielmehr ist es so, dass er seine Zeit hat kommen sehen. Den Überlieferungen nach hat ihn die Trauer über die Uneinsichtigkeit der Menschen von innen zerfressen. Und als er denen, die sein Wort hören wollten, alles gesagt hatte, ist er in das große Licht gegangen. Was genau das große Licht ist, darüber streiten sich noch heute die Gelehrten. Manche sagen, er ist in den Himmel zu Kalan aufgestiegen. Wieder andere, dass er zum Grunde des Kraters aufgebrochen ist. Aber jetzt habe ich mich in meiner Erzählung total verrannt. Worauf ich hinaus wollte, ist Folgendes. Ich möchte mehr über ihn wissen. Über sein Leben, sein Wirken, einfach alles. Aber lässt man mich die Schriften im Archiv studieren? Nein, rausgeworfen hat man mich. Konzentriere dich auf das Hier und Jetzt, raten sie mir. Dabei kann die Zukunft nur geformt werden, wenn man die richtigen Schlüsse aus der Vergangenheit zieht. Du benötigst Zugang zum Archiv. Das wäre schön, aber nein. Mir wurde ein anderer Aufgabenbereich übertragen. Alles, was ich will, ist ein Exemplar von Avids Lehren. Es müsste in gedruckter Form vorhanden sein, nur eben nicht für die Allgemeinheit zugänglich. Wenn ich das hätte, könnte ich meine Wissenslücken schließen. Nur dazu müsstest du es schaffen, dich ins Archiv zu mogeln. Warum fragst du nicht, ob du zu wenig Persönlichkeit? Wer sagt, dass ich dir helfen will? Niemand. Ich weiß auch, dass die Aufgabe sicher nichts für die Geschichtsbücher ist. Dennoch bitte ich dich darum. Was ich dir auf jeden Fall noch mit auf den Weg geben möchte, ist Folgendes. Ich bin mir sicher, ich kann aus den Aufzeichnungen Dinge entnehmen, die der gesamten Menschheit etwas nützen werden. Schließlich wäre es arrogant anzunehmen, dass alle Geheimnisse schon entschlüsselt wurden. Warum liegt das von dir gesuchte Buch nicht öffentlich aus? Weil wir Kalan im Gefecht und nicht in der Bücherstube dienen sollen. Nur ein privilegierter Teil von uns darf sich überhaupt intensiv mit seinen Lehren beschäftigen. Vielleicht fehlt uns ja wirklich die nötige Weitsicht, seine göttliche Botschaft zu verstehen. Aber das möchte ich für mich selbst erkennen, anstatt es ständig vorgekaut zu bekommen.
Gibt es irgendetwas, das ich über das Archiv wissen muss? Unsere Archivare versuchen dort allerlei Informationen aus den Stücken zu ziehen, die wir außerhalb des Hortes bergen konnten. Die Arbeit ist sehr zeitintensiv und wer nicht gerade ein Interesse an der Wissenschaft hat, braucht sich auch gar nicht auf ein Gespräch mit ihnen einzulassen. Sie mögen es gar nicht, wenn man sie in ihrer Arbeit stört. Wenn du dich also unbefugt im Archiv aufhältst, werden sie dich hinausschmeißen lassen. Je nachdem, wie schnell ich bin, ne? Ich hole dir das Buch aus dem Archiv. Danke. Ich kann es kaum erwarten, Seite für Seite zu verschlingen. Irgendwelche Vorschläge, wie ich ins Archiv kommen kann? So wie ich das sehe, gibt es drei Möglichkeiten. Du könntest beobachten, wann Karl, die Archivwache, seinen Posten verlässt. Das kann natürlich ein paar Stunden Zeit kosten. Und ich selber habe noch nie mitbekommen, dass er seinen Posten verlassen hat. Vielleicht erfährst du es ja. Irgendwann muss er sich ja mal vom Fleck bewegen. Weiterhin könntest du erwägen, die Sicherheitskonsole zu manipulieren und deinen Namen auf die Zutrittsliste zu setzen. Die einfachste und naheliegendste Lösung ist, dass man zumindest den Rang eines Akolyten der Kleriker bekleidet. Okay. Warum nicht? Warum nicht? Gutes Messer. Warum liegt hier ein Messer rum? Ich finde das ein bisschen gefährlich mit dem Archiv. Wenn die schon nicht wollen, dass man liest, aber die haben jetzt zumindest eine Dusche. Komm. Hey, Kaya. Hey, Kaya, ich muss dich mal was fragen. Komm mal her. Ich frag dich am besten hier. Welches Haus hat eine Dusche und kein Scheißhaus? Weiß ich nicht. Ich auch nicht. Wahrscheinlich ist das hier irgendwie, weiß ich nicht. Das sieht ein bisschen aus wie ein Bett, aber jo, vielleicht hat auch die Dusche hier so eine Ansaugfunktion da rechts. Dann ist auf einmal der Schacht. Guck mal, soll das ein Spiegel sein hier? Ich glaube, das soll so ein Pseudospiegel sein, ohne Spiegelfunktion. Weil, spiegelt nicht. Das ist ein entspiegelter Spiegel. Das ist die Zukunft. Leute, ihr habt echt die Zukunft. Kampfmaschine, Kampfkoloss. Was ist hier los? Cleanboard. Da habe ich jetzt ein bisschen Glück gehabt, ne? Ich drück mal F9, vielleicht war es doch falsch. Ich schieße den einen besten hiermit ab. So. Und damit haue ich niemanden versehentlich was auf die Mütze. Ich habe keine Zeit. Habe ich auch nicht. Niemand hat jetzt... Ich kenne mich hier auch überhaupt nicht aus, ne? Ich werde mich hier noch 100 Mal verlaufen. Aber wir haben zumindest hier in der Nähe einen Teleporter. Das ist ja schon mal Schritt 1 von allem. Guck mal, die sehen wichtig aus. Nach den Gesprächen mit Balder habe ich immer einen klaren Kopf. Du weißt schon, woran das liegt, oder? Ja, der Mann hat einfach einen unfassbar großen Erfahrungsschatz. Ich denke, ich lasse dich mal in dem Glauben. Moment, was willst du mir damit sagen? Nichts. Vergiss einfach, was ich gesagt habe. Oder noch besser, tu mir den Gefallen und sprich bald wieder mit ihm. Wenn du das sagst. So Leute, ich muss jetzt einkaufen gehen. Macht's gut, bis dann. Tschüssel.